Hallo zusammen, wir sind die Victoria und der Thorsten und wir machen mit euch heute Tango Argentino. Es wird eine kleine Spielerei in der Linksdrehung geben. Es wird natürlich sehr viel Tango Argentino Basiswissen geben. Wir werden viel gehen und einfach auch nochmal die Grundlagen von diesem wunderschönen Tanz mit euch besprechen. Aus Linksdrehungen machen wir heute Rechtsdrehungen und es gibt dann zum Abschluss nochmal, natürlich besonders für die Damen, die wir nicht vergessen dürfen, eine wunderschöne Beinspielerei, oder? So. Ganz kleine Sachen, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, uns wirklich nochmal auszuleben und vor allem schöne Akzente zu setzen. Genau, wir freuen uns jetzt auf den Workshop mit euch. Wir haben heute aus einer kleinen Linksdrehung, die am Anfang ein bisschen verschoben aussieht, auch in den Füßen, doch ein schönes, praktikables Element gemacht und am Ende sogar durch eine Rechtsdrehung erweitert und noch einen kleinen Schnickschnack hinten dran, so eine kleine Beinspielerei. Wunderbare Sache, sehr, sehr schön anwendbar. Was haben wir getan? Wir sind über einen Seitschritt eingestiegen. Eins, zwei, drei, in eine kleine Linksdrehung, haben diese Linksdrehung zwei, drei wiederholt. Wenn man das zweimal hintereinander tanzt, kommt man eigentlich auch wieder schön in der Fahrtrichtung raus. Wir haben uno, dos, tres, Seite. Uno, dos, tres. Völlig unaufgeregt. Ja, und das Ganze noch mal ein bisschen flexibler gestaltet, nämlich 1, 2, 3, ein bisschen überdreht und von hier aus in Gehschritte wieder rausgegangen. Noch einmal, wir haben getanzt, die kleine Linksdrehung, haben etwas weiter gedreht und sind hier mit Gehschritten wieder in der Fahrtrichtung. Am Ende gab es nochmal so ein kleines Highlight. Suchen uns die Nähe der Dame und bewegen uns dann hier. Und noch mit der Parada. Wir hatten die kleine Drehung. Tick, tick, tick. Er tanzt zur Seite, setzt den Fuß dazwischen. Sie knickt ihr Knie, geht hier an seinem Bein entlang, dann an ihrem. Vorwärts raus. Genau. Hatte ich vergessen. Gut, okay. Ja? Ja. Bist du soweit? Sehr schön. Super. Wir wollen sofort wieder den Bezug zur Fahrtrichtung haben. Die Drehung von eben. Er dreht weiter und lädt mich rückwärts ein, wieder zurück in Tanzrichtung zu kommen. Wir tanzen jetzt eine Linksdrehung und eine anschließende Rechtsdrehung. Erster Teil ist jetzt nicht mehr gleich wie zweiter Teil, sondern ist jetzt hin und her. Achtung. Bum, 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 bum. Ich überdrehe ein kleines bisschen, damit öffne ich ihr hier unten den Raum. Gehe rückwärts, nehme sie hier mit und drehe sie mit mir und kann vorwärts rausgehen. Nochmal, Männer, Achtung, erster Teil ist gleich. Da, 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 da. Weiter drehen, dadurch öffnet sie unten und kann vorbereiten, gleich vorwärts außen vorbeizugehen. Das ist ein Ocho-Anfang. Ich gehe rückwärts, drehe mich weich mit ihr mit und gehe vorwärts raus. Genau, und liebe Damen, bleibt achtsam, weil die Drehung fühlt sich genauso an, wie alles, was wir jetzt heute in dieser Stunde vorher auch gemacht haben. Aber ich drehe auf dem einen Fuß weiter, weil er es gerne möchte. Geht es bei dir ja, irgendwie? Nein, okay, was hast du gesagt? Wir machen nochmal vor. Ja. Kennt ihr das? Nee, ist letzte Stunde, man wird irgendwie schlimm. Ja, auch du, ne? Nee. Macht nichts. Weiter drehen und rum. Ja, das Besondere ist, normalerweise laufe ich. Das heißt, bitte Achtung, in jeder Drehung, auf jedem Schritt, bleibt achtsam. Was passiert? Schritt, okay, weiter, weiter, möchte er weiter? Nein, okay. Probiert es mal aus. Auf geht's. Bitte. Auf eine Sache achten wir aber bitte, ganz, ganz besonders hübsch. Looky, looky. Bam, 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 bam. Hier drehen wir unseren Oberkörper wieder schön, damit sie Platz bekommt, außen vorbeizugehen. Gefühlt etwas überdreht. Hier hole ich sie vorbei und jetzt aufgepasst, Männer. Wir bleiben auf unserer linken Achse und gehen dann nur dazwischen. Wir holen die Frau, während wir drehen, nicht darüber und gehen dann.
Ja, ganz leicht hat sie einen Schritt mehr gemacht. Denn dann sieht man, das ist nicht so schön. Richtig. Habt euch unter Kontrolle und dadurch die Frau. Es sind nur zwei Schritte. Also nochmal. Bam, 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 bam. Überdrehen. Ein Schritt. Und während ich mich drehe, lade ich sie nur durch meine rechte Schulter, die immer weggeht, ein, dort reinzugehen. Aber ich ziehe sie nicht weiter rüber. Sie sollen nicht mehr Schritte machen als ich. Ich gebe ganz viel Platz in meinen Beinen, weil wenn ich den ersten Schritt getanzt habe, weiß ich nicht, was passiert. Üblicherweise, machen wir das nochmal, üblicherweise drehe ich normalerweise jetzt viel weiter. Aber vielleicht hat er was anderes vor, ich weiß nicht, was passiert. Und ihr seht, deswegen gebe ich ganz viel Raum. Und er dreht so weit, wie er braucht und geht mit. Wir können diese Passage gleich hervorragend nutzen für einen Dingsbums. Genau. Gebt Platz nach hinten, ohne Gewicht. Schöner Schrittansatz, viel Platz. Dann kann er nämlich auf eurem Standbein euch so weit drehen, wie er es halt gerade braucht. Wir können diese Stelle gleich wunderbar nutzen für so einen richtigen Zerstörer nochmal am ja. Ende. Ja. Ja. Gleich. Wir freuen uns. Ein paar Minuten noch, ja? Macht nochmal. Okay, auf geht's. Ja, ja, ja. Ja, ja. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Jetzt bin ich nervös. Ach so, nee, ich wollte nur mal zeigen, was wir alles hatten. So, okay. Dann hatten wir bam, 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 gefühlt überdrehen. So, und dann hier schön erstmal dazwischen gehen. Oh, jetzt hast du hast die Spannung genommen. Ich habe die Pointe verraten. Du hast die Pointe verraten. Ja, komm, wir machen es nochmal. Das war so schön. Das war mein Fehler. Nein, ich war zu übereifrig. Danke. Das galt dir, genau. Ja, ich habe es gemacht. Deinen Beinen. So, okay. Zeigen wir nochmal. Seid mit solchen Sachen immer vorsichtig. Ja? Jetzt sind wir heute viele, aber nicht ganz so viele, aber trotzdem viele. Ja? Also der Absatz, der dünne Pfennigabsatz, muss jetzt nicht der anderen Frau hinten im Nacken stecken, wenn ihr den hochwerft. Also schon. Ne? Es ist ja auch immer ein Unterschied, ob man hier ist. Oder ob man so groß ist wie er, dann kommt die Frau nicht dran, meinst du, oder was? Nein, ich meinte, ob man zum Beispiel hier in der Arena ist oder in La Cigale, wo man in der Säule stecken bleibt, aus Versehen, wenn man sowas tut. Heute sind wir nicht im La Cigale. Kurz, kurz, lang, rückwärts und wir steigen bewusst nahe zu ihrem vorderen Bein ein und erreichen dadurch, dass dieses Bein etwas tut, auf natürliche Art und Weise. Genau, also es ergibt sich wirklich sehr. Sobald er in meinen Beinbereich geht, ist das eigentlich die bequemere Variante sogar. Denn wir gehen hier so und er friemelt sich hier dazwischen. Deswegen haben wir gerade auch von viel Platz geben geredet. So, und sein Oberschenkel berührt meinen Oberschenkel und dadurch biegt mein Bein ab. Geht wieder raus, zack. Also es ist ein natürlicher Hebel, wenn ihr da reinkommt. Anhalten an der Stelle, habt ihr gesehen, ist jetzt nicht unbedingt die Bombe, aber genau. Im Fluss. Nochmal ein wichtiger Tipp für den Mann, gebt mit eurem Bein sehr viel Raum. Rückwärts, Achtung, hier nicht direkt der ganze Mann rein, sondern erstmal wirklich nur das Bein. Und jetzt bringt Raum in euer Bein. Die Ferse ist oben, dadurch wickelt sich das Bein der Frau von unten nach oben raus. Aber es steckt sich nicht fest. Genau. Die Idee ist, sein Bein kommt, mein Bein knickt ab, zack, und geht sofort wieder raus. Es ist nicht, dass ich den Kontakt suche und sage, hab das Bein. Ja? Das könnte zu Unfällen führen. Okay, noch einmal gucken, noch mal ganz langsam gucken, dann macht ihr das mal. Kurz, kurz, lang, lang. Wenn ihr Nachbarn habt, können wir es noch einmal kurz zeigen, bitte. Wenn ihr tanzende Nachbarn habt, zieht das Bein einfach nach oben rein, nach oben und rum. Dann habt ihr den Absatz nicht direkt in der Nase des Nachbarn, ja. Das ist ganz schön. So, und jetzt kommt die Nachricht an die Männer. Ihr braucht die Frauen seitwärts über eurem Bein. Ihr müsst sie hier wirklich versuchen, unter diese Schulter zu holen. Zack. Mein Oberkörper, mein Zentrum dreht sich weiter. Sie braucht die Drehinformation, damit sie rüberkommt. Und gleichzeitig fahre ich von der Null aus kommend meinen Fuß, mein Bein schon wieder nach vorne. Aber ich gehe da noch nicht drauf, um Gottes Willen. Das würde sie sofort nach hinten schieben. Und sondern ich schiebe nur mein Bein rein.
Er schiebt nur sein Bein rein. Richtig. Und dann habe ich den Kontakt hier an der Oberschenkelinnenseite. Alles andere ist zu niedrig. Ja, weil wenn ich woanders den Kontakt habe, ist da kein Loch mehr. Oberschenkelinnenseite, zack. Und dann geht das ganz locker einmal, fump, und wieder raus. Genau, es hilft, wenn ihr Männer ganz leicht eure Ferse anhebt. Denn dadurch wird noch mehr Raum hier dazwischen. Ja, steht das Bein gerade da, ist wenig Raum. Macht ihr hier so ein bisschen auf, ist viel Raum. Wenig Raum, viel Raum. Man sieht das an deiner Hose gar nicht. Nee, ja, deshalb sage ich es. Wir könnten ein Haargummi um dein Bein machen. Das sieht bestimmt hübsch aus. Also, ich zeig nochmal. Taka, taka, ta. Liebe Damen, seitwärts Beine aufmachen. Wupp, rein rum, zack. Ja? Yeah.